Lange habt ihr mir in den Ohren gelegen mit... Wann kommt Titan Sieg? Cooles Video, aber wo bleibt Titan Sieg? Lange habe ich mich versteckt. Jetzt bin ich wieder da. Und damit, meine lieben Freunde und Kinderchens, willkommen zurück zu Splatoon Hide and Seek. Lange musstet ihr warten auf einen zweiten Teil, auf einen neuen Part. Viele haben mir da in den Ohren gelegen und gefragt, wann kommt denn wieder Hide and Seek? Ja, Splatoon Team Deathmatch ist zwar schön und gut, aber Hide and Seek wäre auch nicht schlecht. Und ja, jetzt sind wir wieder da und zwar mit folgenden Leuten, mit Gina, Sonja, Samuel und Andrew. Ja, wie ihr merkt und wie ihr lesen könnt... Kennt man diese Leute auch aus dem Kommentarbereich, sind Abonnenten von mir und das sind Abonnenten, die meines Wissens nach so die anständigsten soweit sind. Neben noch anderen, neben Nick, Todd-Offs und sonstigen, habe ich mir aber auch mal diese Leute rausgesucht und mit denen werden wir heute Splatoon Hide and Seek spielen. Nur kurzes Update, was denn Splatoon Hide and Seek ist, falls einige von euch nicht wissen, was es ist. Es geht darum, dass wir Versteckenfangen spielen und zwar in Splatoon mit dem Modus Turmkommando, mit Zufall... Wir suchen quasi verschiedene Maps aus. Ich werde keine willkürliche nehmen. So. Warum Turmkommando? Es geht darum, dass wir dort 5 Minuten Spielzeit haben und so weiter und so fort. Die Haider dürfen schon ab 5 Minuten losrennen. Die Seeker allerdings müssen eine halbe Minute warten. So. Wer sind die Haider? Wer sind die Seeker? Es gibt 3 Haider, 2 Seeker und so ist es eigentlich schon. Es gibt noch ein paar Waffenverbote, als da wären, dass Echokulatoren verboten sind, sowie, ganz wichtig, Klecksroller, Pinsel und Schwapper sind auch verboten. Dürfen quasi nicht genutzt werden. Ansonsten ist alles weitere an Waffen erlaubt. So, ja. Haider dürfen logischerweise keine Gegenwehr leisten, dürfen aber im schlimmsten Falle zu einem Schutzschild greifen, um sich quasi zu befreien, um, falls sie erwischt werden, davon zu schwinden. Außerdem dürfen... Haider einen Teleporter benutzen, außer sie dürfen sich überall hinporten, außer zum Spawn. So, das wäre auch quasi schon alles hier anhand der Regeln und fangen wir auch direkt mal an. Vorher aber möchte ich aber noch eine kleine Regel einschieben, nämlich die Regel, dass man sich nicht im Spawn verstecken darf, beziehungsweise in Spawns sowieso, aber auch in Spawns, wo man nicht hinkommen kann. Spawns, die quasi für den Gegner unumgehbar sind oder... die man nicht erreichen kann als Gegner. Heißt jetzt zum Beispiel Boins in Nautilus, da kommt man ja auch nicht hin. Ne? Sowas zum Beispiel. Okay, dann würde ich sagen, teilen wir mal die Teams ein und wir sehen... In Team. Haider sind heute meine Wenigkeit, Sonja und Samuel und die Seeker sind Andrew und Gina. So, da ich aber meine Waffe ändern muss, was vollkommen logisch ist, werde ich, glaube ich, mal... Zu welcher Waffe greife ich jetzt am besten? Ich würde sagen zum Junior Klexo, denn der ist gut ausgestattet. Man kann gut Farbe färben, man kommt schnell weg, ist leicht, ist knackig, ist schön, hat ein Schutzschild. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder beim ersten Kampf. Bis gleich. Ja, da geht der erste Spaß auch schon los und zwar die, ja, wunderschöne Map namens Punkasius Gate Park. So, wir drei Haider, Samuel, Sonja und meine Wenigkeit, dürfen sich jetzt frei bewegen. Die Seeker aber, die müssen soweit noch bis 4 Minuten 30 im Spawn verweilen. Ist auch logisch. Sonst wäre das auch ziemlich unfair. Die Frage ist nur, wo verstecke ich mich jetzt am besten, ne? Wo soll ich mich jetzt am besten verstecken? Ich kann natürlich jetzt erstmal sagen, okay, ich färbe soweit alles ein, um die Gegner soweit zu verwirren. Ne? Und selbst wenn... Selbst wenn sie kommen sollten, ich habe quasi, ja, ein Schutzschild an der Hand, ne? Kann nichts passieren soweit. So, ich würde aber sagen, da sie jetzt loslaufen werden, hau ich doch mal lieber ab. So, ich sehe sie dort. Und die kommen auch direkt schon rüber. Oh, oh. Da sollte ich eventuell abhauen. Ja, ihr seht, das Ganze lädt jetzt ein bisschen vom Jägerprinzip, ne? Und, oh, die kommen von links und rechts, deswegen weg hier. Oh oh, oh oh, da sieht... Ah!
Scheiße! Oh Gott! So, da muss ich mich jetzt echt mal ganz kurz schützen. Das war echt so, Alter. So, ich werde jetzt mal in deren Spawn gehen. Und werde auch mal hin und wieder schauen, dass ich mich bei meinen Kollegen verstecke. So, da ist aber wer gestorben. Ich weiß jetzt zwar nicht genau wer, aber wahrscheinlich war es... Ich würde mal schätzen... Wir werden schauen. Samuel ist gestorben. Okay. Schade. Okay. Dann liegt es jetzt an, ja, der guten Sonja, das hier knapp 3 Minuten und 30 Sekunden lang durchzuhalten. Ich glaube ja persönlich nicht dran. Eventuell muss ich auch mal den Modus ändern. Von Turmkommando auf Revierkampf. Mal schauen, denn ihr seht, das Ganze ist sehr, sehr OP. 2 Sticker reichen da schon lange aus, um damit, naja, die Heider soweit zu besiegen. Deswegen würde ich doch sagen, dass wir das im nächsten Part anders machen, dass wir in den Revierkampf gehen. Das sind 3 Minuten Zeit. Das ist knapper, das ist knackiger. Weil ihr seht, hier ist das einfach nur, naja, ziemlich OP für die Gegner. Also quasi für die Seeker. So. Sonja, was machst du? Ach, die versteckt sich da oben. Okay. Ja, für uns ist es jetzt ein bisschen langweiliger, da wir quasi, naja, hier im Spawn stehen bleiben müssen. Ich überlege mir noch fürs nächste Mal, dass wir vielleicht irgendwie aus dem Spawn rausschießen dürfen oder sonst was. Um quasi unseren Teammates zu helfen oder sonst was. Ich muss mal überlegen. Das Ganze mit den Regeln ist noch nicht fest. Ich habe heute auch sehr viel überarbeitet, habe sehr viele Regeln umgestellt. Zum Beispiel das mit dem Teleporten, dass man sich porten darf und sonst was. Und oh, da sind wir alle gestorben. Quasi, die Sieg haben gewonnen. Und jetzt kommen wir zu einer ganz besonderen Sache, nämlich zur Squid Party. Wir begeben uns jetzt mal in die Mitte. Und machen eine wunderbare Squid Party. Oder wir gehen auch schon hier hin. Machen eine Squid Party. Woo, woo, woo. Ja. Eine wunderbare Squid Party wird jetzt hier gerade gemacht. Ist doch wunderbar. Und ich würde sagen, das war's von der ersten Runde. Bei der nächsten sehen wir uns wieder, wenn wir, keine Ahnung, tja, zur neuen Map kommen und sonstiges, ne? Wir bleiben aber auch in diesem Part noch im Modus Turmkommando, ne? Nicht wundern. So, dann bis gleich. So, zweiter Kampf. Das Kofferverschlager ist jetzt am Start. Und mal gucken, wo ich mich hier am besten verstecken kann. Das ist echt mal knackig rauszufinden, würde ich sagen. Mhm. Ach ja, ihr seht, ne? Die Teams hier sind alle gleich. Das heißt, Samuel und Sonja sind weiterhin im Heider-Team, genauso wie ich. Was hat das zu heißen, meine lieben Freunde und Kinderchens? Folgendermaßen, und zwar... Wenn ich es nicht schon am Anfang des Parts erwähnt habe, was ich jetzt mal nicht glaube, dann kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass ich fortan so mache, dass die Teams fest sind. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ich sage es aber trotzdem nochmal, falls ich es doch nicht gesagt habe. Und zwar, dass die Teams Heider und Seeker fest sind. Das macht auch alles mehr Sinn mit dem Punktesystem und sonst was. Wisst ihr Bescheid. Aber irgendwie glaube ich, ich habe das trotzdem schon mal gesagt. Naja. Naja, ihr seht, ne, 4,5 Minuten, um das runterzuzählen und das zu überleben, das ist ziemlich schwer. Deswegen, ich werde ab dem nächsten Part in den Revierkampf gehen. Das macht einfach mehr Sinn. So, ab hier habe ich aber eine ziemlich gute Ausgangsposition zum Beobachten. Was auch ziemlich knackig ist. Ich habe zwar irgendwie die Angst, dass gleich jemand hochkommt. Aber ansonsten ist alles cool. So. Ne? Oder ist da jemand? Sieht nicht so aus. Was auch ganz wichtig ist und was ich noch gar nicht gesagt habe. Natürlich dürfen die Seeker auch nicht aufs Gamepad schauen, weil das wäre auch wirklich unfair. Und wäre auch richtig OP, muss ich sagen. Daher ist das mit den, naja, mit dem Gamepad soweit verboten, ne? Nö, nö. Das Gute ist, oder das Schlechte für, das Gute für den Gegner ist, er kann mich in die Mangel nehmen und scheiße. Ich wollte gerade mein Schutzschild drücken, verdammt. Dreck. Okay, da liegt es mal wieder nur an Sonja. Schade. Und ihr seht, die versteckt sich dort. Oh oh, Sonja ist schnell! Sonja! Nein! Ah, schade. Ja, ihr seht, auch das geht mal wieder an die Seeker. Das ist alles ziemlich OP. Aber dazu ist auch dieses Projekt da, um es so ein bisschen auszuprobieren, denn man lebt ja auch von diesen Regelsänderungen. Okay, ab in die Mitte, denn da gibt es wieder eine kleine Squid-Party. Oder hierhin. Ey, nicht töten! Das ist ein bisschen schade. Ey.
Wir wollen doch alle... Ich würde sagen, wir machen die Squid-Partys jetzt fortan dort, wo keine Farbe ist, weil so kommen wir alle zusammen so ein bisschen. Ein bisschen Party machen. So, ja, dann kommt mal rüber hier. Habt ihr Bock auf eine Party? Ja! So, jetzt müssen wir uns alle nur fünf noch vereinen. Ja, komm. Es soll wohl auch Japaner geben, die genau das machen. Ich glaube auch nicht dran, dass Japaner so nett sein können, aber... Naja, scheint wohl so. Okay, bis zum nächsten Kampf. Und der finale Kampf auf der Dekaban-Station. Für alle, die es jetzt immer noch nicht mitbekommen haben. Die Seeker führen gerade insgesamt 2:0, was aber auch gar nichts anders zu erwarten war, denn das ist schon sehr OP, muss ich sagen. Also, dass die Seeker, ne? Okay. Dass die Seeker das nicht gewinnen würden, das ist sehr unwahrscheinlich. Deswegen muss man da echt schon gucken, dass man das Ganze für die Seeker ein bisschen nervt, ne? Dass man vielleicht einen Seeker rausschickt oder sonst was. Mal schauen, ne? Bei 1 Seeker, oh, ich muss mal schauen, ey. Ihr seht, ne, das ist alles ziemlich... Naja. Die Regeln stehen alle noch gar nicht so krass fest, das ist echt so. Das muss ich mir echt noch ein bisschen angucken, naja. 2:0 für die Seeker, ey, wer hätte das gedacht? Ich auf keinen Fall. So, vielleicht kann ich mich aber hier so ein bisschen verschanzen. Ich kann auch den hier machen, dass ich hier so alles einkleckse. Das kann einerseits dazu führen, die Gegner zu verwirren. Oder aber, also mit Gegner meine ich natürlich Seeker, ne? Oder aber die, ja, können sie ihren Teil denken. Aber ich würde sagen, jetzt für den Moment bleibe ich erstmal hier soweit. Oh oh. Sonja, weg mit dir, weg! Weg! Damn. Okay, ich glaube, dass ich soweit freie Bahn habe nicht. Scheiße! Dreck. Samuel, nein! Scheiße. Ich popp mich auch mal direkt mal zu Samuel. Ah, super, Alter. Das ist richtig cool. Denn das Porten ermöglicht einem so richtig krasse Fluchtchancen. Das ist richtig geil. Ne? Auch hier direkt mal alles weit voll. Splatten. So, das Ding ist, ne? Man sieht in solchen gegnerischen Farbengetümmel gar nicht, naja, ob sich die Gegner dort verstecken oder sonst was. Aber ich muss sagen, die Heulbullen sind echt schon, oh mein Gott, Samuel! Hilf mir! Ist Sonja gestorben? Schade. Oh, weg hier. Nein! Nein! Schade, Alter. Fuck, Alter, wie die da so schnell hinkommen, ich verstehe das gar nicht. So, haben wir jetzt alle verloren? Scheint so. Schade. Okay, 13:0 für die Seeker. Und es geht wieder zur Squid Party. Das ist einfach nur beknackt, ey, ganz ehrlich. Ja, ich sehe diese ganzen Leute hier jedes Mal auf Twitter so Videos machen. Von wegen so, ja, komm mal. Komm in unseren Raum, wir machen gerade eine Squid-Party mit Japanern und ich denke mir so, ey, was habt ihr für coole Japaner? Naja, Leute, das war's auf jeden Fall für Splatoon Hide and Seek. Beim nächsten Mal wieder mit der gleichen True. Mit der gleichen Crew, aber im Revierkampf. Und da gucken wir mal, ob das Ganze nicht da ein bisschen vielleicht anders sein wird. Ob man da vielleicht nicht andere Chancen bekommt. Ob das Ganze für die Seeker dann... anders aufgerollt wird, ob die Heide da eine bessere Chance haben. Wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Dazu ist auch dieses Projekt da, um es so ein bisschen auszuprobieren, denn man lebt ja auch von diesen Regelsänderungen. Okay, ab in die Mitte, denn da gibt es wieder eine kleine Squid-Party. Oder hierhin. Ey, nicht töten. Das ist ein bisschen schade. Ey. Wir wollen doch alle... Ich würde sagen, wir machen die Squid-Partys jetzt fortan dort, wo keine Farbe ist, weil so kommen wir alle zusammen so ein bisschen. Ein bisschen Party machen. So, ja, dann kommt mal rüber hier. Habt ihr Bock auf eine Party? Ja! So, jetzt müssen wir uns alle nur fünf noch vereinen. Ja, komm. Es soll wohl auch Japaner geben, die genau das machen. Ich glaube auch nicht dran, dass Japaner so nett sein können, aber... Naja, scheint wohl so. Okay, bis zum nächsten Kampf.
Und der finale Kampf auf der Dekaban-Station. Für alle, die es jetzt immer noch nicht mitbekommen haben, die Seeker führen gerade insgesamt 2-0, was aber auch gar nichts anders zu erwarten war, denn das ist schon sehr OP, muss ich sagen. Also, dass die Seeker, ne? Okay. Dass die Seeker das nicht gewinnen würden, das ist sehr unwahrscheinlich. Deswegen muss man da echt schon gucken, dass man das Ganze für die Seeker ein bisschen nervt, ne? Dass man vielleicht einen Seeker rausschickt oder sonst was. Mal schauen, ne? Bei 1 Seeker, oh, ich muss mal schauen, ey. Ihr seht, ne, das ist alles ziemlich... Naja. Die Regeln stehen alle noch gar nicht so krass fest, das ist echt so. Das muss ich mir echt noch ein bisschen angucken, naja. 2-0 für die Seeker, ey, wer hätte das gedacht? Ich auf keinen Fall. So, vielleicht kann ich mich aber hier so ein bisschen verschanzen. Ich kann auch den hier machen, dass ich hier so weit alles einkleckse. Das kann einerseits dazu führen, die Gegner zu verwirren. Oder aber, also mit Gegner meine ich natürlich Seeker, ne? Oder aber die, ja, können sie ihren Teil denken. Aber ich würde sagen, jetzt für den Moment bleibe ich erstmal hier soweit. Oh oh. Sonja, weg mit dir, weg! Weg! Damn. Okay, ich glaube, dass ich soweit freie Bahn habe nicht. Scheiße! Dreck. Bei der nächsten sehen wir uns wieder, wenn wir, keine Ahnung, tja, zur neuen Map kommen und sonstiges, ne? Wir bleiben aber auch in diesem Part noch im Modus Turmkommando, ne? Nicht wundern. So, dann bis gleich. So, zweiter Kampf. Das Kofferverschlager ist jetzt am Start. Und mal gucken, wo ich mich hier am besten verstecken kann. Das ist echt mal knackig rauszufinden, würde ich sagen. Ach ja, ihr seht, ne? Die Teams hier sind alle gleich. Das heißt, Samuel und Sonja sind weiterhin im Haider-Team, genauso wie ich. Was hat das zu heißen, meine lieben Freunde und Kinderchens? Folgendermaßen, und zwar, wenn ich es nicht schon am Anfang des Parts erwähnt habe, was ich jetzt mal nicht glaube, dann kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass ich fortan so mache, dass die Teams fest sind. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ich sage es aber trotzdem nochmal. Falls ich es doch nicht gesagt habe, und zwar, dass die Teams Haider und Seeker fest sind. Das macht auch alles mehr Sinn mit dem Punktesystem und sonst was. Wisst ihr Bescheid. Aber irgendwie glaube ich habe das trotzdem schon mal gesagt. Naja. Naja, ihr seht, ne? 4,5 Minuten, um das runterzuzählen und das zu überleben, das ist ziemlich schwer. Deswegen, ich werde ab dem nächsten Part in den Revierkampf gehen. Das macht einfach mehr Sinn. So, ab hier habe ich aber eine ziemlich gute Ausgangsposition zum Beobachten. Was auch ziemlich knackig ist. Ich habe zwar irgendwie die Angst, dass gleich jemand hochkommt. Aber ansonsten ist alles cool. So. Ne? Oder ist da jemand? Sieht nicht so aus. Was auch ganz wichtig ist und was ich noch gar nicht gesagt habe. Natürlich dürfen die Seeker auch nicht aufs Gamepad schauen, weil das wäre auch wirklich unfair. Und wäre auch richtig OP, muss ich sagen. Daher ist das mit den, naja, mit dem Gamepad soweit verboten, ne? Nö. Das Gute ist, oder das Schlechte für... Das Gute für den Gegner ist, er kann mich in die Mangel nehmen und scheiße. Ich wollte gerade mein Schutzschild drücken, verdammt. Dreck. Okay, da liegt es mal wieder nur an Sonja. Schade. Und ihr seht, die versteckt sich dort. Oh oh, Sonja ist schnell! Sonja! Nein! Ah, schade. Ja, ihr seht, auch das geht mal wieder an die Seeker. Das ist alles ziemlich OP. Aber Jägerprinzip, ne? Und oh, die kommt von links und rechts, deswegen weg hier. Oh oh, oh oh, da sieht... Ah! Scheiße! Oh Gott! So, da muss ich mich jetzt echt mal ganz kurz schützen, das war echt so, Alter. So, ich werde jetzt mal in deren Spawn gehen. Und werde auch mal hin und wieder schauen, dass ich mich bei meinen... Kollegen verstecke. So, da ist aber wer gestorben. Ich weiß jetzt zwar nicht genau wer, aber wahrscheinlich war es... Ich würde mal schätzen... Wir werden schauen. Samuel ist gestorben. Okay. Schade. Okay, dann liegt es jetzt an... Ja, der guten Sonja, das hier knapp 3 Minuten und 30 Sekunden lang durchzuhalten. Ich glaube ja persönlich nicht dran. Eventuell muss ich auch mal den Modus ändern. Von Turmkommando auf Revierkampf. Mal schauen, denn... Ihr seht, das Ganze ist sehr, sehr OP.
Zwei Sticker reichen da schon lange aus, um damit, naja, die Heider soweit zu besiegen. Deswegen würde ich doch sagen, dass wir das im nächsten Part anders machen, dass wir in den Revierkampf gehen. Das sind 3 Minuten Zeit. Das ist knapper, das ist knackiger, weil ihr seht, hier ist das einfach nur, naja, ziemlich OP für die Gegner. Also quasi für die Seeker. So, Sonja, was machst du? Ach, die versteckt sich da oben, okay. Ja, für uns ist es jetzt ein bisschen langweiliger, da wir quasi, naja, hier im Spawn stehen bleiben müssen. Ich überlege mir noch fürs nächste Mal, dass wir vielleicht irgendwie aus dem Spawn rausschießen dürfen oder sonst was. Um quasi unseren Teammates zu helfen oder sonst was. Ich muss mal überlegen. Das Ganze mit den Regeln ist noch nicht fest. Ich habe heute auch sehr viel überarbeitet, habe sehr viele Regeln umgestellt. Zum Beispiel das mit dem Teleporten, dass man sich porten darf und sonst was. Und oh, da sind wir alle gestorben. Quasi, die Zieke haben gewonnen. Und jetzt kommen wir zu einer ganz besonderen Sache, nämlich zur Squid Party. Wir begeben uns jetzt mal in die Mitte und machen eine wunderbare Squid Party. Oder wir gehen auch schon hier hin. Machen eine Squid Party. Woo, woo, woo. Ja. Eine wunderbare Squid Party wird jetzt hier gerade gemacht. Ist doch wunderbar. Und ich würde sagen, das war's von der ersten Runde. Um sich quasi zu befreien, um, falls sie erwischt werden, davon zu schwinden. Außerdem dürfen Heider einen Teleporter benutzen. Außer, sie dürfen sich überall hinporten, außer zum Spawn. So, das wäre auch quasi schon alles hier anhand der Regeln. Und fangen wir auch direkt mal an. Vorher aber möchte ich aber noch eine kleine Regel einschieben, nämlich die Regel, dass man sich nicht im Spawn verstecken darf. Beziehungsweise in Spawns sowieso, aber auch in Spawns, wo man nicht hinkommen kann. Spawns, die quasi für den Gegner unumgehbar sind oder die man nicht erreichen kann als Gegner. Heißt jetzt zum Beispiel Boins in Nautilus, da kommt man ja auch nicht hin. Ne? Sowas zum Beispiel. Okay, dann würde ich sagen, teilen wir mal die Teams ein und wir sehen in Team Heider sind heute meine Wenigkeit, Sonja und Samuel und die Seeker sind Andrew und Gina. So, da ich aber meine Waffe ändern muss, was vollkommen logisch ist, werde ich, glaube ich, mal zu welcher Waffe greife ich jetzt am besten? Ich würde sagen zum Junior Klexo, denn der ist gut ausgestattet. Man kann gut Farbe färben, man kommt schnell weg, ist leicht, ist knackig, ist schön, hat ein Schutzschild. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder beim ersten Kampf. Bis gleich. Ja, da geht der erste Spaß auch schon los, und zwar die, ja, wunderschöne Map namens Punkasio Skate Park. So, wir drei Heider, Samuel, Sonja und meine Wenigkeit, dürfen sich jetzt frei bewegen. Die Seeker aber, die müssen soweit noch bis 4 Minuten 30 im Spawn verweilen. Ist auch logisch. Sonst wäre das auch ziemlich unfair. Die Frage ist nur, wo verstecke ich mich jetzt am besten, ne? Wo soll ich mich jetzt am besten verstecken? Ich kann natürlich jetzt erstmal sagen, okay, ich färbe soweit alles ein, um die Gegner soweit zu verwirren. Ne? Und selbst wenn sie kommen sollten, ich habe quasi ja, ein Schutzschild an der Hand, ne? Kann nichts passieren soweit. So, ich würde aber sagen, da sie jetzt loslaufen werden, hau ich doch mal lieber ab. So, ich sehe sie dort. Und die kommen auch direkt schon rüber. Oh oh. Da sollte ich eventuell abhauen. Ja, ihr seht, das Ganze lädt jetzt ein bisschen vom... Lange habt ihr mir in den Ohren gelegen mit... Wann kommt Titan Sieg? Cooles Video, aber wo bleibt Titan Sieg? Lange habe ich mich versteckt. Jetzt bin ich wieder da. Und damit, meine lieben Freunde und Kinderchens, willkommen zurück zu Splatoon Heiden Sieg. Lange musstet ihr warten auf einen zweiten Teil, auf einen neuen Part. Viele haben mir da in den Ohren gelegen und gefragt, wann kommt denn wieder Heiden Sieg? Ja, Splatoon Team Deathmatch ist zwar schön und gut, aber Heiden Sieg wäre auch nicht schlecht. Und ja, jetzt sind wir wieder da, und zwar mit folgenden Leuten, mit Gina, Sonja, Samuel und Andrew. Ja, wie ihr merkt und wie ihr lesen könnt,
kennt man diese Leute auch aus dem Kommentarbereich, sind Abonnenten von mir. Und das sind Abonnenten, die meines Wissens nach so die anständigsten soweit sind. Neben noch anderen, neben Nick, Todd-Offs und sonstigen. Hab ich mir aber auch mal diese Leute rausgesucht und mit denen werden wir heute Splatoon Hide and Seek spielen. Nur kurzes Update, was denn Splatoon Hide and Seek ist, falls einige von euch nicht wissen, was es ist. Es geht darum, dass wir Versteckenfangen spielen, und zwar in Splatoon mit dem Modus Turmkommando, mit Zufall. Wir suchen quasi verschiedene Maps aus. Ich werde keine willkürliche nehmen. So. Warum Turmkommando? Es geht darum, dass wir dort 5 Minuten Spielzeit haben. Und so weiter und so fort. Die Haider dürfen schon ab 5 Minuten losrennen. Die Seeker allerdings müssen eine halbe Minute warten. So. Wer sind die Haider? Wer sind die Seeker? Es gibt 3 Haider, 2 Seeker. Und so ist es eigentlich schon. Es gibt noch ein paar Waffenverbote. Als da wären, dass Echokulatoren verboten sind. Sowie, ganz wichtig, Klecksroller, Pinsel und Schwapper sind auch verboten. Dürfen quasi nicht genutzt werden. Ansonsten ist alles weitere an Waffen erlaubt. So. Ja. Haider dürfen logischerweise keine Gegenwehr leisten. Dürfen aber im schlimmsten Falle zu einem Schutzschild greifen. Um